beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Okay. Autsch. Vielleicht sollte ich laufen. Okay. Ich könnte auch einfach mit einer Leuchtfackel in der Hand mal. Deswegen haben wir sie wahrscheinlich gekriegt. Die kann man ja durchaus auch in der Hand behalten. So. Ja, gleich darüber. Ich bugge hier fest. Ja, fang nochmal an. Mist. Naja. Wie sagt man so schön, shit happens, ne? Na, nein. Ich schon wieder da reinlaufen. Gut. Probieren wir es halt noch mal. Ey, dass er mit der Leuchtfackel in der Hand nicht laufen kann, das nervt mich schon ein bisschen. Ja! Gott, nicht schon wieder? Was ist denn los? Das gibt's doch nicht. Tut mir leid, Leute. Na. So, ich lasse das jetzt einfach mal da. Ist ja egal. So. Ich glaube, das war die Gefahr. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns, dass Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Hey, Blake, das Tor, ja? Sie müssen es für mich öffnen. Ich konnte nicht ohne den Sheriff los. Sie war mein Ticket zu Weaver. Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Gucken wir erstmal, was hier so drin ist. Munition ist voll. Da kommen wir nicht rein. Ja gut, ich will sie auch nicht hier lassen. Hätte noch was? Nee. Okay. Au! Liz, das tut weh! Gute Arbeit! Ach, hab dich nicht so. Bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Oh. So gut. Ich leuchte, du schießt. Ist doch ein gutes Arrangement. Aua. 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 Das
war das? Ah! Der Wagen ist ja immer noch da. So. Gut, jetzt ist er weg, der Wagen. Okay, gehen wir. Hat doch ganz gut geklappt mit ich leuchte, du schießt. Aufpassen! So, schieß. Frau, schieß. Aua. Oha, fast tot. Uncool. Ich würde gerne erstmal etwas Energie tanken. Okay. Hat wohl doch nicht so gut geklappt mit ich leuchte, du schießt. Oh, wenn da nicht gleich noch irgendwas kommt. Das wäre ja gelacht. Hier noch was? Irgendwo, irgendwie? Scheinbar nicht. Okay. Los, meine Liebe. Oh. Ah, okay, okay. Ah, jetzt ist die Luft auch wieder relativ normal geworden. Laufen wir doch nicht davon. Mensch, Mädchen. Da würde ich eigentlich schon gerne mal rein. Gucken, was es da so gibt. Ist ja auch geöffnet, ne? Also kann man da auch rein. Ah, ein Kontrollpunkt. Sehr schön. Sehr schön. Hm, da drinnen liegt irgendwas. Oh, Revolvermunition. Einmal. Einmal kann ich mitnehmen. Plus 3 Schuss abgefeuert, ne? Na gut. Und eine bessere Taschenlampe. Sehr gut. Erklärung hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der Sie nichts wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt. Okay, gucken wir mal hier unten, hier hinten rein. Und da haben wir schon das Frauenklo jetzt nicht unbedingt, aber zum Beispiel eine Manuskriptseite. Barry auf der Polizeiwache. Barry war in seinem Element. Erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Mhm. Dann ging das Licht aus. Armer, armer Barry. Ein bisschen leid tut er mir ja schon. Na gut, jetzt probieren wir es doch mal mit dem Frauenklo. Nee. Hintertür? Auch nicht. Alles dicht. Okay. Dann können wir gehen, liebe Frau Sheriff. Ist hier noch was? Nee. Na gut. Hier rein. Follow. Okay. Wenigstens haben wir schon mal eine bessere Taschenlampe. Und ich fand New York unhöflich. Okay. So, Leuchtfackel, aber Munition können wir nicht mehr mitnehmen. Die Batterien können wir aber mitnehmen. Sie haben das Recht.
Wow. Ah! Weg, weg, weg! Verdammt, ich bin noch gerannt. Na gut. Da kann man dann doch mal die Schrotflinte rausholen, glaube ich. Dafür ist er ja da. So, Revolver laden wir auch nochmal nach. So, da ist noch ein Emergency-Kasten. Revolver-Munition. Ah, okay. Ich würde eigentlich die Batterien noch mitnehmen, aber Batterien sind voll. Okay. Sah verdächtig aus. Gott, das riecht schon wieder förmlich nach Ärger. Hey, hier drüben, hier ist Licht. Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Oh. Emergency. Nein, nein. Wow. Okay. Oh nein, ernsthaft. Gut. Nicht nur eine Schreibmaschine. Okay. Gut, gut, gut. Naja, sind wir doch ganz gut weggekommen, ne? Drehen. Revolver-Munition. Ja, ja, bin schon unterwegs. Tisch liegt noch was. Leuchtfackeln. Die nehmen wir mit. Gut, gucken wir mal, was das hier so gibt. Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Ja, das sieht so aus. Wie? Das Ding blitzt ohne Ende. Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Okay. Na, fabelhaft. Ah, da ist auf jeden Fall eine Manuskriptseite. Das Dunkel schlägt zurück. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Ja. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ja, das haben wir ja gelesen in dem Manuskript. So, dort wäre noch... Ich will erstmal gucken, wo die Treppe hinführt. Die Schlüssel sind nicht oben, Wake. Ich sehe mal kurz nach. Oh, ein Fernseher. Aus Wachsamkeit, Wissen und Kompetenz.
kompromissloser Klarsicht. Ein Grundbedürfnis, das unser Selbst durchdringt. Und doch kann ein Mann mit Sekunden in die Knie gezwungen werden. In Night Springs. Heute Abend seine besten Jahre. Für Manny war es keine gute Nacht. Er ist gezeichnet. Lebenslänglich zur Sklaverei verdammt, weil er auf eine Anzeige antwortete. Doch zuerst ist ein kleiner Eingriff notwendig. So, so, wen haben wir denn da? Ah, bitte, nein! Ja, ich glaube, du bist genau richtig dafür. Leiste lieber keinen Widerstand. Wir müssen ihn sonst brechen. Was soll das? Was hab ich gemacht? Ich wollte nur als Dienstleistungsgewerbe. Oh, du wirst gute Dienste leisten. Nein! Okay. Ah, da kommen wir raus. Was war das? Oh, nichts, was dich beschäftigen muss, Manny. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir werden dir alles erklären. Nur keine Sorge. Noch ein willenloser Sklave. Brutal erschaffen zum Vergnügen und zur Bequemlichkeit skrupelloser, böser Männer. Es gibt seltsamere Dinge. Schön, schön, schön. So, dann geht's. Okay, Fernseher ist wieder aus. Haben wir das auch mal mitgenommen? Halt, da war noch. Ach nee, das ist eine offene Schublade. So, das Archiv hier. Wie es aussieht. Okay, halt. Nee, das ist nichts. Okay. Gucken wir mal noch, ob die Tür hier offen ist. Ja, oh, ein gelber Pfeil. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Ich glaube, das war alles. Oh, hier ist offen. Okay, deswegen kam der hier rein. Die Leuchtpistole. Sehr schön. Und ist noch eine Leuchtfackel. Naja, ein Schuss Leuchtpistole ist schon was wert. Damit können wir schon was anfangen. Okay. So, dann gucken wir mal. Wow. Kommst du jetzt hier rein oder was? Oder nicht? Oder? Ah, da ist er ja. Na los, komm her. Hallo? Warum wollte er jetzt denn nicht schießen? Stand mal zu nah vor der Wand. Kann das sein? Möglich wär's ja. Na gut. Ui, ein Jagdgewehr? Nehmen wir mal das Jagdgewehr mit. Jo, wieso nicht? Hier liegt doch jede Menge Munition davor rum. Da haben wir am Ende auf jeden Fall mehr Munition als für die Pumpgun. Eine Thermosflasche. Auch super. So. Jetzt wechseln wir aber doch wieder auf den Revolver. Ich guck erstmal hier vorne rum. Okay. Eine Leuchtfackel.
Sehr schön. Und Clerk's Office. Eine Hochleistungstaschenlampe. Ein Emergency-Dingens. Batterien, Revolver-Munition, Leuchtfackel, Blendgranaten. Super geile Sache. Und den Hubschrauberschlüssel. Okay, Sheriff, ich hab die Schlüssel. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Hoffen wir es.